Das ist wirklich unglaublich und echt kein Superlativ, ist zu übertrieben, um diesen Erfolg zu feiern. Ein Forschungsteam hat es geschafft, Lichtteilchen, Photonen, also zu Molekülen zu gruppieren und dabei festgestellt, dass sie dann 10.000 Mal langsamer als Licht sind. Die Lichtgeschwindigkeit ist damit nicht mehr unabänderlich. Bam! Und diese Moleküle interagieren miteinander wie Materie. Das ist wirklich absolut unfasslich. Wird das Laserschwert jetzt Realität? Dazu jetzt alle Facts in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die Community auf WhatsApp. Die sind wirklich total gut unterwegs und finden immer wieder den neuesten heißen Scheiß. Und das hier ist wirklich der absolute, unglaubliche, sensationelle und so weiter Hammer. Manche beschweren sich ja hier, dass ich immer wieder Superlative verwende. Aber das ist Wissenschaft. Ständig werden neue Beulen ins Universum getreten und es werden Erkenntnisse gewonnen, die wirklich unglaublich sind. Und das hier ist so etwas wirklich absolut Unfassbares. Und zu Ende gedacht, könnte es wirklich so etwas wie Laserschwerter ermöglichen. Ja, bei denen ja zwei Laserstrahlen wie massive Schwerter, wie Materie aneinanderschlagen. Licht verhält sich dabei wie Materie und genau das hat jetzt ein Forschungsteam gemacht. Photonen zu Molekülen verbunden und die verhalten sich jetzt wie Materie mit geringer Masse. Wow. Also, der Reihe nach. Vor einigen Jahren entdeckten Forscher rund um Vladan Vuletic vom MIT in Massachusetts, dass Photonen einen unmöglichen Zustand annehmen können. Wird ein schwacher Laserstrahl durch eine Wolke ultrakalter Rubidiumatome geschickt, verbinden sich einige Photonen in diesem Medium zu Paaren. Zitat: Eine passende Analogie wären die aus Science-Fiction-Filmen bekannten Laserschwerter. Wenn diese Photonen miteinander interagieren, schubsen sie sich und lenken einander ab. Die Physik dahinter ist ähnlich dem, was in den Lichtschwertern ablaufen müsste. Das sagt Vuletic. Mit dieser Erkenntnis gingen die Forscher einen Schritt weiter. Wenn Zweiermoleküle mit Lichtteilchen möglich sind, warum gehen dann nicht auch Dreiermoleküle? Sie verbesserten den Versuchsaufbau, verfeinerten vor allem die Messtechnik und schickten nur sehr wenige Photonen durch die Rubidiumwolke. Und jetzt passierte das absolut Verblüffende. Die Photonen traten nicht nur in Zweier, sondern auch in Dreiergruppen aus der Wolke. Zitat: Das bedeutet, dass die Photonen in diesen Dreiergruppen nicht nur jeweils einzeln mit einem zweiten interagieren, sondern dass sie alle drei miteinander wechselwirken, so Co-Autor Aditya Venkatramani von der Harvard University. Und bäm, hatten sie einen zweiten unbekannten und unmöglichen Zustand von Licht erzeugt und er ist wirklich absolut frappierend. Jetzt reagierten die Photonen so träge, als hätten sie Masse und ihre Geschwindigkeit war 10.000 Mal langsamer als normalerweise bei Licht. Aber Achtung, damit ist natürlich nicht die Relativitätstheorie außer Kraft gesetzt. Der Aufwand ist so groß, um diese Teilchen herzustellen. In der Natur passiert das so einfach nicht. Es gilt also weiter, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, Raum und Zeit müssen sich um sie herumkrümmen. Zurück zu unserem seltsamen Teilchen. Diese Dreiermoleküle entstehen wohl in der Wolke, wenn die Photonen mit den Rubidiumatomen interagieren. Das Atom wird angeregt und bildet zusammen mit dem Photon ein Polariton. Es ist ein Quasiteilchen. Energetisch reagiert es wie ein Photon-Atom-Hybrid-Teilchen. Wenn jetzt zwei oder drei Photonen solche Polaritons bilden, dann findet eine Wechselwirkung der atomaren Bestandteile statt. Übersetzt heißt das also, Atome und Photonen verbinden sich miteinander, womit die Photonen atomare Eigenschaften übernehmen. Der Hammer aber ist, selbst wenn die Photonen die Wolke dann verlassen haben, also gar keine Polaritons mehr sind, verhalten sie sich weiter so. Sie sind quasi mit atomaren Eigenschaften geimpft. Was ließe sich nicht nur alles mit Lichtmolekülen machen? Was könnte damit gebaut werden? Tatsächlich ist das eine total irre Perspektive. Gegenstände aus Licht, vielleicht sogar Lichtschwerter. Vuletic dazu: Bilden sich abstoßende Photonen ein regelmäßiges Muster oder passiert etwas ganz anderes? Also eine echte Terra Incognita. Also unbekanntes Terrain, das hier beschritten wird. Ja Leute, das ist Wissenschaft. Hier wird die Welt wirklich zum Teil neu erschaffen. Irre, irre, irre. Und echt kein Superlativ ist hier übertrieben. Wenn ihr als erstes Neues zu den Lichtmolekülen und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video eben vorab garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicksum mitmachen und mir Themen vorschlagen oder andere Vorschläge machen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit. Genau, der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. Schnellste Kamera der Welt, Lichtteilchen in außergewöhnlicher Formation. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.